Eine Szene aus dem ZDF-Krimi Der Alte. Wie bei der Krimireihe Derrick ist neben Spannung und Stars nicht zuletzt die Musik das Markenzeichen dieser Serie. Effektvoll unterstreicht sie die Bilder, intensiviert die Spannung. Diese Musik stammt von einem Mann, der wissen muss, wie Musik Spannung schaffen kann. Die Rede ist von Frank Duval. Die Aufnahme einer solchen Filmmusik kann sehr mühsam sein, kostet Nerven auf beiden Seiten, beim Musiker wie beim Macher. Stückchen zurück. Nur, ach, du bist wieder am Anfang. Okay, Band kann laufen. Je nach Anzahl der Titel kann eine solche Aufnahme mit allen Instrumenten einige Tage in Anspruch nehmen. Oftmals muss sogar das ein oder andere noch im Studio verbessert werden, wenn es auch nur Fehler in der Notierung sind, auf die Duval aufmerksam gemacht wird. Hat Duval in dem Takt gewählt? Wollen wir anfangen? Ein halbes Haar sein. Duval ist ein Perfektionist. Nicht zuletzt macht ihn das erfolgreich. Da er seine Musik zu bewegten Bildern macht, also eine Handlung untermalen soll, ist das Komponieren und natürlich die Aufnahme eine Quälerei um Sekunden. Und das erfordert genaues Hin- und Abhören der gefertigten Aufnahmen. Entscheidend ist nämlich nicht nur wann, sondern auch wie eine Musik kommt. Sie darf weder zu lang noch zu kurz sein, denn sie muss haargenau auf die jeweilige Szene passen. Hier ein Beispiel. Vorgabe im Film eine Schlägerei. Nach Duvals Auffassung eine durchaus rhythmische Angelegenheit, also eine Sache des Schlagzeugers. Während im Bass der Grundrhythmus weiterläuft, soll die Aktion des Schlagzeugs für die Aktion im Film sorgen. Am Ende der Schlägerei steht ein voluminöser Schlussakkord, Zeichen für die Ruhe nach dem Sturm, der sich im Film dann so anhört. Zu einer Filmmusik à la Duval gehört natürlich auch Gesang. Meistens macht er das selbst. Dennoch stimmt beim ersten Mal selten jeder Ton. So, also einmal Probe zum Einstellen. Jochen. Schubadabadab. Ist ein bisschen lauter, das Playback. Dabadabadab. Ja, gut. At the end of this day, you'll hurt me. At the end of this day, you'll leave me. At the end of this day, it will be. Ah. Die Stimme ist natürlich nach Tagesarbeit sonst wo, aber nicht da, wo sie sein sollte. Im Film ist von diesen Schwierigkeiten nichts mehr zu hören. Die Musik ist hier perfektes Beiwerk, das aber wie so oft bei Duval im Ohr hängen bleibt.